Bonjour Vogue, ich bin Stefanie Giesinger und ich bereite mich gerade vor für einen der besondersten Red Carpets überhaupt auf dem Cannes Film Festival. Kommt mal rein. Das mache ich nämlich nicht alleine, sondern mit dem besten Team der Welt. Das ist Michael, Herrn Make-up und Leni. Mit Leni arbeite ich zusammen. Aber jetzt müssen wir auch loslegen, denn wir haben nicht so viel Zeit und es ist eine ganz schön große Arbeit noch vor uns. Also bevor wir mit dem Make-up starten, will ich euch mein Outfit zeigen. Ich muss natürlich dazu sagen, in Cannes ist es wichtig, dass es besonders ist, mir zumindest. Und dementsprechend hatte ich Lust auf ein sehr besonderes Kleid. Ja, schön, ne? Es ist wirklich größer als ich. Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Okay, also das ist auf jeden Fall ein Rock. Ja, kann ich hier kurz so drüber ziehen? Das ist der Unterrock. Der kommt eigentlich noch drunter. Hi! So, das ist nämlich der Rock. Und dann ist das das Oberteil. Das Outfit ist von Caviar Gauche. Das sind zwei ganz tolle Designerinnen aus Berlin. Ich freue mich total, von ihnen mein Outfit tragen zu dürfen. Das Outfit von ihnen tragen zu dürfen. So. Das ist nur ein kleiner Sneak Peek. Am Schluss sehe ich nochmal, ich glaube, 3 Punkte besser aus. Versprochen. Vielleicht auch 4. Und ein weiterer ganz wichtiger Teil meines Looks. Trommelwirbel. Schmuck. Von Messika. Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich davon anziehe, weil das Kleid natürlich auch schon sehr viel hergibt. Wahrscheinlich etwas reduzierter. Nur was an die Ohren. Oder vielleicht ein Choker. Könnte ich mir auch vorstellen. Werden wir dann sehen, wenn ich Hair and Make-up ready bin. Fangen mal an mit Haare. Das ist immer so eine Entscheidung, was macht man zuerst, Haare oder Make-up. Aber es fühlt sich diesmal richtig an, zuerst mit Haare zu starten. Dann schauen wir, wie es aussieht. Und dann, ich glaube, ich fühle auch eher so ein ganz natürliches Make-up, weil das Kleid eben auch schon eine gewisse Präsenz hat. Es fällt mir immer so schwer, mich zu entscheiden, wie Haare und Make-up aussehen sollen. Und das mache ich dann oft in Kooperation mit dem Herrn Make-up-Artisten. In diesem Falle Michael. Und ich fühle geschlossene Haare, ziemlich sleek, natürliches Make-up, weil ich das beim Fitting so gefühlt habe. Ich habe nämlich das riesengroße Kleid angezogen und habe in den Spiegel geguckt und dachte so, vielleicht etwas zu viel. Und dann habe ich die Haare aus dem Gesicht gemacht und dann dachte ich, nee, das ist Cannes. Und es kann was. Das ist Zitronensorbet, by the way. Ein sehr guter Pre-Red Carpet Snack. Kann ich nur empfehlen, mit einem Kaffee. Normalerweise bin ich eher ein Matcha-Trinker, aber ich gebe leider keinen Matcha. Ich habe nicht wirklich Rituale von einem Red Carpet, außer viel Wasser zu trinken und irgendwas zu snacken. Es gibt nichts Schlimmeres, als auch in der Schlange zu warten für einen Red Carpet. Der ist nämlich, die Schlange ist riesengroß. Riesengroß, um da auf den Red Carpet zu kommen. Und da stehen auch alle Celebrities, von Brad Pitt bis zu Rita Ora. Und alle warten da teilweise eine Stunde. No joke. Und es gibt nichts Schlimmeres, als da zu stehen und zu denken, ich habe richtig Durst und ich habe richtig Hunger. Und Toilette ist auch nicht schlecht. Oh, das wird eh problematisch mit dem Kleid. Okay, dann vielleicht etwas weniger Wasser. Ja, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich bin zum 5. Mal, glaube ich, jetzt in Cannes auf dem Filmfestival und jedes Mal fühlt es sich so an, als wäre es das erste Mal. Und es geht ja eigentlich überwiegend, sollte es zumindest, um Filme gehen. Aber ich habe das Gefühl, das ist der Ort, wo sich einfach alle trauen, mal richtig was auszuprobieren. Und hier ist Glamour einfach ganz, ganz groß geschrieben. Und dementsprechend traue ich mich hier auch immer am meisten aus meiner Hülle rauszukommen. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren und ich mag es auch eigentlich, meine Haare offen zu tragen, vor allem im Sommer, aber ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube vor 3 Jahren war ich auf dem Filmfestival hier auf dem Red Carpet und der Wind, der hat es nicht gut gemeint mit mir, auch nicht mit meinem Kleid. Wenn ich mir die Fotos anschaue, bitte blendet sie hier nicht ein, danke, bin ich einfach so, ja okay.
Geschlossene Haare ist auf jeden Fall die sichere Option. Aber ansonsten probiere ich gerne viele Frisuren aus und auch viele Make-up-Looks. Ich liebe es, mich zu verwandeln. Ich bin ja sehr gebräunt. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und vor so einem Red Carpet mag ich es schon sehr, gebräunt auszusehen. Aber nicht natürlich. Ich gehe gerne zum Self-Tan. Ja, jetzt ist es raus. Und ich schäme mich auch etwas dafür. Obwohl, eigentlich kann ich stolz drauf sein, ja. Ich schütze meine Haut vor zu starker Sonneneinstrahlung. Ja, ist nicht gesund. Und dementsprechend mag ich es dann auch trotzdem so gesund glowy auszusehen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also Self-Tan. Man muss sich immer die Haare nach so einem Tag waschen. Und wenn ihr Haarspray verwendet, meine Freunde, dann wird es danach rausgewaschen. Ansonsten komme ich nach Hause und dann gibt es Ärger. Nee, wirklich. Weil das ist das Schlimmste, wenn die Poren an der Kopfhaut verstopfen. Dann fallen die Haare raus und so. Ob ich Expertin bin? Ja. Ja, hab's auch studiert. Persönliche Erfahrung. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 2 Stunden. Wir haben noch 2 Stunden? Wer bestellt die Tequila-Shots dann? Die sind ja nur eine Stunde hier. Wir sind flott. Effizientes Arbeiten. Hier ist der Tipp an euch alle. Wenn ihr schnell Herren Make-up machen müsst, das ist der Look. Bun in the neck und ein schönes natürliches Make-up. It's a go-to. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 1/2 Stunde. Ja. Yeah. It's a go-to. Ja, ich habe das Rad gerade neu erfunden. Habe ich wirklich. Also das letzte Mal genäht habe ich eine Weile her. Das ist leider abgefallen. Oder ich habe es abgezogen aus Versehen, als ich es aus dem Koffer genommen habe. Ah, guck mal, aber hier ist richtig rausgerobbt. Da sieht man, da ist was übrig geblieben. Das ist von ihr. Wahrscheinlich hier. Wir sind auch Detektive. Okay. Man kann uns auch buchen. Hast du eine Nadel? Nadel ist gerade in meiner Hand. Also Oma wäre jetzt proud. Oh, ich liebe so ein Zeug. Ich liebe sowas. Ich mag das auch wirklich. Auch basteln und so liebe ich. Erstmal hier die Sicherheitsschlaufe, dass es sich nicht öffnet. Hast du das bei Omi gelernt? Habe ich wirklich bei Omi gelernt. Das ist wirklich so schwer, Leute. Also jetzt entscheiden wir mal, welchen Schmuck ich trage, während Michael an meinem Hintern rummacht. What do you think? I think just a necklace. Just a necklace. Ich würde entweder Ohrringe oder Kette. Wir haben jetzt, glaube ich, 30 Minuten verbracht zu entscheiden, ziehe ich jetzt nur einen Choker an, ziehe ich jetzt nur Ohrringe an, im Endeffekt. Wir haben uns für alles entschieden. We're in Cannes. Also vieles viel. Ich habe beim Fitting ungefähr, ich weiß nicht, 20 Kleider angezogen, no joke, und wir hatten auch 2 Tage, an denen wir gefittet haben für das Filmfestival. Und ich wollte unbedingt etwas Besonderes anziehen, weil der Red Carpet hier ist auch wirklich der besonderste Red Carpet. Und als ich dieses Kleid anhatte, und das war das allerletzte Kleid, das ich angezogen habe, dachte ich so, das fühle ich. That's it. Und manchmal ist es auch wirklich einfach nur ein Bauchgefühl, das man gar nicht erklären kann. Ich habe mich in das Kleid verliebt. Ich finde, Caviar Gauche ist auch so eine tolle Brand. Und ich kenne auch die 2 Designerinnen, lustigerweise. Weil ich war bei Dream Sex Topmodel 2014, ja. Falls ihr es vergessen habt, nicht was. Da war Caviar Gauche auch schon dabei. Das heißt, ich habe eine gewisse Verbundenheit mit den 2 Designerinnen.
und finde es einfach wundervoll und es ist eine riesengroße Ehre, dieses schöne Kleid hier tragen zu dürfen. Normalerweise machen wir nicht zweitägige Fittings, das war jetzt schon besonders und es hat sich gelohnt, finde ich. Ich hoffe, ihr findet das auch. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Kaviar Gauche macht ja überwiegend Brautkleider. Das könnte jetzt auch ein Brautkleid sein. Ich finde es wunderschön, eine Brand zu tragen, die aus Berlin kommt. Ich habe das Gefühl, ich repräsentiere Berlin hier richtig. Also ich würde jetzt gerne sagen, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Ich fühle mich auch ein bisschen wie eine Prinzessin, aber es ist jetzt nicht das bequemste Kleid. Und ich fühle mich auch so ein bisschen wie ein Alien. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist ein wunderschönes Gefühl und ich liebe es, das anzuhaben. Und ich freue mich auch sehr, das auf dem Red Carpet anzuziehen. Aber es ist natürlich auch einfach so eine Art Verkleidung, ohne dass ich mich verkleidet fühle. Aber es ist schon so, dass man in eine Rolle schlüpft, denn privat ziehe ich das wahrscheinlich nicht an. Aber ja, es macht einfach Spaß, auch diese Facetten von sich zu zeigen. Ich bin gerade so entspannt und normalerweise vor Red Carpets hat man ganz kurz Zeit und muss sich immer total beeilen. Aber dadurch, dass wir ein eher schlichteres Hair and Make-up haben heute, haben wir echt noch viel Zeit. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit. Dementsprechend machen wir jetzt noch schön Fotos, trinken noch viel Wasser, hoffen, dass ich nicht nochmal pieseln muss, obwohl, wenn dann jetzt. Wenn dann jetzt wahrscheinlich. Es ist so eine riesengroße Ehre, überhaupt in Cannes sein zu dürfen und dann auch noch über den Red Carpet laufen zu dürfen, wo so viele Ikonen und wichtige Persönlichkeiten sind. Und ja, ich fühle mich sehr geschmeichelt, vor allem in diesem wunderschönen Kleid und freue mich einfach. Ich habe das Gefühl, diese wären eine safe Nummer, auch schön, aber ich glaube, die sind cooler und besonderer. Und irgendwie hat das so einen Bruch, der ist einfach nochmal, you know. Okay, schlüpfen mal rein. Ich glaube, ich brauche Socken. Die gehören nicht mehr. Nein. Ich bin mit einer Person, die unterschiedliche Socken trägt. Und ich trage nicht unterschiedliche Socken. Aber ja, jetzt ist er mit dabei. Ist irgendwie auch ganz süß. Guck mal. Natürlich schon. Aber die zweite Socke ist einfach nicht passend. Fantastisch. Und jetzt kommt die zweite Socke. Sogar mit Loch. Ich weiß nicht, wo ich mein Handy verstecken soll. Da rein, soll ich mal versuchen? Das ist, glaube ich, echt komisch. Also man kann jetzt wirklich mal sein Handy da drin verstecken. Hallo! Als kleiner Push. Der Designer von den Schuhen ist übrigens Jill Sander. Aber so ein alter Vintage-Schuh. Der ist richtig cool. Ich mag den so gerne. Vor allem in Kombo zu weißem Tüll. Hat was, oder? Jill Sander macht irgendwie das. Okay, kurzer Snack und dann würde ich sagen, müssen wir los. Und das Handy mache ich jetzt erstmal wirklich einfach hier rein. Okay, man braucht schon echt Selbstbewusstsein, um so ein Kleid zu tragen. Man bekommt einige Blicke. Okay, ich bin jetzt fertig und ich fühle mich doch schon wie eine kleine Prinzessin. Ja, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass es losgeht. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Danke an mein ganzes Team und let's go. Jetzt bin ich doch irgendwie ein bisschen aufgeregt.